Tag. Im letzten Video habe ich Ihnen gezeigt, wie Sie bei Firefox Lesezeichen setzen können. Das heißt, Sie können schnell auf gewünschte Seiten zugreifen, die Sie einmal gefunden haben und nicht lange wieder suchen wollen. Das geht im Internet Explorer genauso, nur dass hier die Lesezeichen Favoriten heißen. Ich öffne also mal meinen Internet Explorer und bei mir ist die Startseite Google. Die habe ich mir so gesetzt. So, jetzt suche ich mal meinen Kanal, weil dafür möchte ich mir gerne ein Lesezeichen, einen sogenannten Favorit setzen. Also ich muss erstmal die entsprechende Seite finden. Ich gebe das hier ein, bestätige das mit der Enter-Taste. Jetzt komme ich hier auf meinen Kanal und der sollte jetzt öffnen. Tut er aber nicht. Doch, jetzt macht das. Hat ein bisschen gedauert. So, und ich möchte hier mal auf meine Playlists und ich möchte die PC-Einsteiger-Videos, die möchte ich mir gerne als Favoriten setzen. Das heißt, hier kann ich sie mir jetzt auch alle wieder ansehen und diese Seite, die möchte ich jetzt immer gleich wiederfinden. Dann gehe ich hier auf diese Sternchen. Das sind die Favoriten, also meine Lesezeichen. Da kann ich auch noch andere Sachen mitmachen, aber für mich interessant sind jetzt erstmal die Favoriten. Ich klicke einmal mit links hier drauf und dann habe ich hier Favoriten und hier habe ich schon einige Ordner hinterlegt. So, und jetzt gehe ich mal hier mit links auf die Schaltfläche zu Favoriten hinzufügen. Jetzt habe ich Favoriten hinzufügen. Füge diese Webseite als Favorit hinzu. Verwenden Sie das Favoritencenter, um die Favoriten auf die Favoriten zuzugreifen. Der Name ist PC-Einsteiger bei YouTube. Erstellen im Ordner Favoriten. Wenn ich hier mal auf den Pfeil klicke, dann habe ich hier wieder meine Ordner, die ich mir schon mal angelegt habe. Da möchte ich es aber nicht reinpacken. Dann habe ich hier noch die Schaltfläche Neuer Ordner. Und da habe ich einmal draufgeklickt. Und jetzt habe ich Ordnername und da schreibe ich mal meine Lieblingsvideos. Und sage Erstellen. So, jetzt habe ich Favoriten hinzufügen. Der Name ist PC-Einsteiger, YouTube, Erstellen in meine Lieblingsvideos. Okay, hinzufügen. Jetzt habe ich das. Und um zu zeigen, wie es funktioniert, ich schließe mal mein Internet und öffne es mal wieder. Dann kann ich hier jetzt auf meine Favoriten gehen. Dann habe ich hier meine Lieblingsvideos. Da ist so ein kleiner Pfeil. Wenn ich mal einmal klicke, dann habe ich hier PC-Einsteiger YouTube. Und jetzt geht nach kurzer Verzögerung, mein Internet hakt heute mal so ein bisschen, geht wieder die entsprechende Seite auf. Und so kann ich eben meine Videos entsprechend hinterlegen. So, jetzt gehe ich nochmal auf die Playlists und ich möchte vielleicht den Word-Kurs auch noch haben. Und wenn der jetzt aufmacht, dann kann ich auch nochmal sagen, ich möchte die gerne zu diesen Favoriten hinzufügen. Und ich sage zu Favoriten hinzufügen und suche mir jetzt für meinen Word-Kurs den Ordner meine Lieblingsvideos. Und auch hinzufügen. Und jetzt habe ich hier beide Verlinkungen. Das heißt, wenn ich jetzt das Internet öffne und gehe auf mein Favoritencenter, gehe auf meine Lieblingsvideos, dann kann ich ganz schnell PC-Einsteiger-Videos gucken oder die Word-Videos. Und wenn ich sowas nicht mehr brauche, Sie wissen, ganz viel kann ich mit dem Rechtsklick machen. Wenn ich hier den Rechtsklick mache, kann ich auch sagen, ich möchte das Favoriten. Die Favoriten eben entsprechend wieder löschen, dann sind die raus. Ich kann auch gleich komplette Ordner löschen. Ordner anzulegen eignet sich. Ich habe hier mal eine Reise nach Potsdam gesucht und da hatte ich ganz viele Ferienwohnungen. Und damit ich die nicht wild in diesen ganzen Favoriten hatte, hatte ich mir zu Anfang einen Ordner hinterlegt und dann habe ich die da alle reingeschoben. Dann finde ich die alle auf einen Klick. Und wenn ich das nicht mehr brauche, dann kann ich auch von hier gleich den ganzen Ordner löschen. Aber ich mache das jetzt noch nicht, weil ich war wirklich noch nicht in Potsdam und das, was ich mal gespeichert hatte, das möchte ich mir vielleicht irgendwann nochmal angucken. Also, wenn Sie mal schöne Seiten gefunden haben, die Sie gerne wieder angucken wollen, dann speichern Sie die hier als Lesezeichen und im Internet Explorer heißen sie eben Favoriten. Und dann finden Sie die Seite auch garantiert wieder, was sonst manchmal vielleicht ein bisschen schwierig ist. Danke, bis dann, tschüss.